zusammen und herzlich willkommen auf technophil.de. Ich bin der Björn und ich möchte euch heute mal etwas ganz anderes zeigen als die üblichen Smartphones. Und zwar den 3D-Tech 3D-Stift. Vielen von euch wird das eventuell nichts sagen. Ein 3D-Stift ist im Endeffekt das, was ihr hier auf der Abbildung seht. Hinten wird ein Plastikfaden reingesteckt. Der wird dann hier durch diesen kompletten Stift durchgeführt und vorne wird er dann in geschmolzener Form rausgebracht. Dadurch soll es möglich sein, quasi in der Luft zu malen. Das ist natürlich eher was für die Kreativgeister unter uns. Ich habe das Teil für meine Tochter gekauft. Ich selber habe so ein Teil noch nie in der Hand gehabt. Ist für mich quasi jetzt auch das erste Mal. Dementsprechend will ich mich auch gar nicht mit langen Vorreden aufhalten. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte: Der Stift kostet aktuell etwa 60 Euro auf der Webseite des Vertreibers. Gut, dann schauen wir uns erstmal einmal kurz die Verpackung an. Hier auf dieser Seite steht einmal drauf, nur für ABS. Hier stand früher auch PLA mit drauf. Allerdings, PLA laut Hersteller soll wohl sehr schnell dazu führen, dass die Düse verstopft. Für diejenigen, die es nicht wissen, das sind einfach zwei verschiedene Arten von Kunststoff, die da an der Stelle verwendet werden. Durchmesser der Düse 0,5 mm, Filamentdurchmesser, also sprich der Plastikfaden, der reinkommt, 1,75 mm, das sind völlige Standardmaße, also insbesondere das Filament ist ein völliges Standardmaß, das wird auch im herkömmlichen 3D-Druck so verwendet. Hier unten steht dann noch, welche Temperatur optimalerweise genutzt werden sollen, zumindest theoretisch. Das Gewicht von dem Teil, 60 Gramm plus minus ein bisschen was. Hier haben wir dann auf der Seite die verschiedenen Farben, die es für dieses Teil gibt. Ich habe Buhle, das soll mit Sicherheit Blue heißen, Schreibfehler, klassisch. Violett, Grau, Grün und Pink gibt es auch noch. Was haben wir hier noch auf der Seite? Dass das Ding ein LED-Display hat, wenig wiegt, dass ich die Temperatur beliebig einstellen kann, dass die Knöpfe sehr hochwertig sind und dass es eine ganz tolle Form hat. Und hier ist noch einmal das Logo. Die Rückseite ist komplett blank. Ich denke, das sollte für den Rundgang reichen. Ich denke, wir packen das da jetzt einfach mal aus. Gut, hier haben wir einmal ein User Manual. Das ist alles in Englisch. Sollte man dann in irgendeiner Weise auch wissen, was man damit macht. Aber ich bin, was sowas angeht, sagen wir, sehr männlich veranlagt. Ich probiere alles lieber einfach direkt aus, bevor ich anfange, irgendwelche Bedienungsanleitungen zu lesen. Die lese ich erst, wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme. Gut, was haben wir hier noch alles drin? Einmal das Netzteil, der Stift selber und wie viel? Drei verschiedene Farben vom Filament. Das ist dieser Plastikfaden, von dem ich da gesprochen habe. Dann kann das jetzt auch mal zur Seite. Ich werde das hier mal kurz auspacken. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt das Gerät einfach einmal angesteckt. Hier das ausgepackte Filament. Jetzt schauen wir mal, was hier in der Bedienung dazu kommt. Angesteckt habe ich das Gerät, wie gesagt, auch schon. Hinten haben wir ein CE-Kennzeichen. 12 Volt Eingang, 2 Ampere Ausgang. Was steht da noch drauf? Ja, Made in China und so weiter und so fort, das Übliche. Gut, hier gibt es offensichtlich, wie viele? 6 Tasten insgesamt. Wenn ich hier so drauf drücke, dann kriege ich... Aha, hier fängt er jetzt an, sich aufzuheizen. Das geht ja sehr schnell, sehr einfach. Nicht schön. Hier kann ich offensichtlich die Temperatur mitregeln. Ich schaue noch mal kurz auf die Packung. ABS-Filament soll mit 230 Grad betrieben werden. Dann stellen wir auch einfach mal 230 Grad ein. So, und schon ist das Gerät hochgeheizt. Das geht ja recht zügig. Sehr schön, dann werde ich hier mal nebenbei anfangen, das Kunststoffzeug auszupuppeln. Ich fange jetzt einfach mal mit Weiß an, warum nicht? Fertig, sind 1-2 Meter. Mal gucken, ich stecke das jetzt einfach mal hier hinten rein. Hier kann ich noch eine Rate einstellen, aha. Ah, okay, wenn ich hier jetzt drauf drücke, dann fängt er an, das Zeug hinten einzuziehen. Ich vermute, Rate wird die Geschwindigkeit sein, in der das Zeug eingezogen wird. So, meine Kamera hat gerade mal wieder abgebrochen. Also, ich habe jetzt hier
die Temperatur von 230 Grad erreicht. Dieses Rate, was ich hier einstellen kann, habe ich inzwischen herausgefunden, ist die Geschwindigkeit, mit der das Filament eingezogen wird. Also sprich auch die Geschwindigkeit, wie schnell das Zeug dann vorne wieder rauskommt am Ende. Das rechne ich jetzt mal kurz zur Seite. Und ich habe im Internet gesehen in einem Video, dass man offensichtlich das Zeug auf ein Blatt Papier zum Beispiel machen kann. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Mal gucken. Also hier habe ich auf jeden Fall auf den zwei Knöpfen, da habe ich den Vorschub. Hier macht komische Geräusche. Wollen wir mal gucken, ob das noch besser wird, wenn das Zeug erstmal drin ist, richtig? Ah, jetzt passiert was. Jetzt kommt hier vorne das gute, klebrige, weiße Zeug raus. Ja. An dieser Stelle fällt mir jetzt auf, ich hätte vielleicht nicht mit weiß anfangen sollen. Das kann man jetzt wahrscheinlich sehr schlecht sehen. Das ist ein Problem, das ist einfach direkt auf dem Tisch. Also, wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich da jetzt so drauf drücke. Hier kann ich... Okay, also jetzt habe ich auf jeden Fall hier schon etwas gemalt, was allerdings nicht liegen bleibt. So, hallo zurück mal wieder. Ich habe jetzt hier mal so ein braunes Stück Pappe besorgt. Wollen wir mal gucken, ob das Zeug darauf jetzt besser klebt. Okay, jetzt habe ich hier tatsächlich auf jeden Fall was in die Luft gemalt. Das sieht sehr schön aus. Ich werde jetzt mal mit der Temperatur ein bisschen runtergehen, weil die Abkühlzeit hat mir jetzt ein bisschen zu lang gedauert. Wollen wir mal gucken, was dann passiert. Ich gehe jetzt einfach mal auf 215 Grad. Okay, das probieren wir nochmal anders. Da probiere ich jetzt nochmal mit der Temperatur wieder hochzugehen. 30. Und dafür gehe ich mit den Vorschubswerten runter. Jetzt habe ich hier was. Ah ja, jetzt sieht die Sache schon ganz anders aus. Jetzt kann ich tatsächlich hier in der Luft malen. Das ist echt cool eigentlich. Ich male jetzt hier einfach mal so eine Spirale. So. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich werde das jetzt mal von mir hier so hochhalten. Ich habe hier jetzt eine Spirale in die Luft gemalt. Wie cool ist das denn bitte? Moink. Kann man auch direkt abnehmen. Wunderbar. Ja, das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, ich habe das hauptsächlich für meine Tochter gekauft. Ich missbrauche das jetzt einfach mal für so ein Video. Und meine Tochter bastelt halt wahnsinnig gerne. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die da in kürzester Zeit anfängt, die coolsten Sachen zu machen. Bin mir nicht sicher, wie genau man damit am Ende tatsächlich malen kann. Aber mit einer ruhigen Hand sieht das so aus, als wenn man damit tatsächlich mit ein bisschen Übung in der Lage sein dürfte, Sachen wie, was habe ich auf der Seite gesehen, irgendwelche Minions, irgendwelche Hunde und so weiter, einfach so zu malen. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Das ist im Endeffekt tatsächlich die Form, die ich jetzt hier gerade mehr oder weniger nachgebaut habe. Da probiere ich doch jetzt direkt mal aus, keine Ahnung, brauchen wir doch einfach mal einen Stuhl. Falls das tatsächlich möglich sein sollte mit meinem sehr eingeschränkten Geschick. Das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen. Wie gesagt, viele von euch werden sowas hier noch gar nicht gesehen haben. Man kann hier quasi an jeder Stelle beliebig anfangen zu malen und zu machen. Und dann auch alles wieder zusammenklipsen und kleben nachher mit dem Zeug. So, hier war ich jetzt ein bisschen voreilig mit dem Wegziehen. Ein bisschen Fäden gezogen, macht aber nichts. Reiße ich das Zeug da hinten mal ab. Das ist mit Sicherheit der hässlichste Stuhl, der jemals
gefunden wurde. Aber er steht. Was man hier jetzt technisch gesehen natürlich noch machen kann, machen wir doch einfach mal ein bisschen. Man kann hier natürlich jetzt in meinem Fall zum Beispiel diese Sitzfläche nochmal ganz arg nacharbeiten. Aha, jetzt kommt hier gerade nichts mehr raus groß. Warum bist du verstopft? Ja, willkommen zurück. Ich habe es tatsächlich geschafft, das Ding zu reparieren. Es war an sich gar nichts so Dramatisches. Hier und hier kann man diese Nippies mit einem Schraubendreher zum Beispiel reindrücken, dann diese komplette Düse hier vorne rausnehmen. Und da hat einfach das weiße Filament, was ich vorher drin hatte, quer drin gesteckt. Jetzt habe ich das geöffnet, das alte Zeug rausgeholt, das ging sehr einfach. Das neue jetzt nachgefüllt und schon funktioniert wieder alles. Also, dann werden wir jetzt doch nochmal gucken, ob wir hier noch eine Stuhlfläche auf meinem wunderbar hässlichen Stuhl drauf kriegen. So. Rüber. Ach, da hinten. Ja, ihr seht schon, ich bin der große Nicht-Künstler in der Familie, aber macht nichts, das sieht nachher bestimmt super aus, wie ein geflochtener Stuhlsitz. Für all diejenigen unter euch, die eine eigene Möbelfirma besitzen, ich werde jeden verklagen, der dieses wunderbar exotische und einzigartige Muster kopieren will. Spaß natürlich nicht. So, nebenbei habe ich jetzt ein Stuhlbein abgebrochen, das kommt auch vor, aber dann machen wir ein lila Stuhlbein noch mit dran. Sehen wir alles nicht so eng. So, Teil zur Seite geschmissen. Und ich zeige euch den weltbesten Stuhl. Tada! Hier unten einmal so langs, zwei Stuhlbeine, eine wunderbare Sitzfläche, eine Lehne, die noch ein bisschen leer ist, aber die könnte man natürlich auch noch nachfüllen. Wie gesagt, also mit ein bisschen Übung kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man da auch diese coolen Sachen, die so angepriesen werden, in irgendeiner Weise wirklich hinkriegen könnte. Hier auf dieser Packung seht ihr zum Beispiel drauf so einen 3D-Eiffelturm, wobei da habe ich mir im Internet das schon ein bisschen angeschaut, da baut man wohl die Einzelflächen und klebt sie dann nachher im Endeffekt mit dem Stift wieder zusammen. Aber hier dieser lustige Minion hier, den kann man mit Sicherheit auch einfach so direkt in die Luft malen. Also insgesamt, was soll ich sagen, lustiges Spielzeug, bin mir sicher, meine Tochter wird wahnsinnig begeistert von diesem Gerät sein. Ich lasse mir das Filament wieder raus. Wie gesagt, das ist ein sehr günstiger Stift. Ich bin mir sicher, dass es bei den höherwertigen Stiften, die dann halt so um die 100-120 Euro kosten, vielleicht gibt es da weniger Probleme, vielleicht funktioniert das Ding einfach insgesamt besser oder schlechter. Vielleicht ist das hier aber auch der Standard, ich weiß es nicht, ich habe absolut keinen Vergleich. Aber für so einen Gag zwischendrin und für die Künstler unter uns, eventuell auch für ein bisschen mehr, kann man damit bestimmt ein bisschen was anfangen. Okay, das soll es, denke ich, gewesen sein. Das reicht für diese kleine Gadget-Vorstellung. Wenn euch das gefallen hat, wie üblich, gebt mir einen Thumbs up. Abonniert meinen Kanal. Schaut öfters auf Technophil vorbei, da gibt es relativ viele Sachen, hauptsächlich zum Thema Smartphone. Allerdings kommen da auch ab und zu mal solche Gadgets wie dieses jetzt hier oder was der Klaus in letzter Zeit öfters mal hatte, aus dem Modellbaubereich, so ein ferngesteuertes Auto oder so eine Drohne, wie es heißt, also so ein Quadcopter, ferngesteuerter. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, via Twitter, Google+, RSS-Feed und sowas zu folgen. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Feedback habt, immer her damit in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Ich bin der Björn für technophil.de.